Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde One Fruit. Ich habe vom Black Wolf, also vom Schattenwolf, eine Fruit geschenkt gekriegt und zwar ist das die Ice Fruit. Ihr könnt ja sehen, ich habe schon ein bisschen was trainiert, ein ganz kleines bisschen. Ich habe jetzt meine Fruit auf Level 67, auf Stufe 67. Ich bin insgesamt Stufe 48. Ich habe einige Codes gefunden. Wenn ich dran denke, werde ich euch die auch unten in die Videobeschreibung verlinken. Und falls ihr die letzten Videos verpasst habt, gern ein Like und ein Abo dalassen. Und dann verpasst ihr zumindest nicht die nächsten Videos. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier ein anderes Fruits-Game spiele, warum denn nicht? Ich spiele Blocks Fruits, ich spiele One Fruit, ich habe früher ja auch King Legacy gespielt, was mich irgendwann aber leider gelangweilt hat. Ja, man muss halt immer gucken, wo man bleibt, wo man Bock drauf hat. Gerade im Moment ist es ja so die Phase, wo ich echt absolut nicht mehr so viel Ahnung habe, was genau ich machen soll bei Blocks Fruits. Und deswegen muss ich da jetzt einfach mal eine kurze Pause machen. Manchmal mache ich halt, ja, das heißt eine kurze Pause, ne? Also für euch höre ich ja nicht auf, aber persönlich spiele ich gerade im Moment einfach ein bisschen mehr One Fruit als Blocks Fruits. Deswegen, oh, ich kann da hinten die Quest ja jetzt annehmen, ne? Die Level 50 Quest mache ich doch dann lieber. Besiege irgendwelche Gorillas. Was denn? Wohin? Wohin soll ich kommen? Ich kann auch den hier killen, oder nicht? Oh, ich muss nicht Affe, ich muss Gorilla killen. Hier ist Gorilla. Da ist Gorilla. Ich muss Gorilla killen. Ja, jetzt kann ich Gorillas killen. Ich bleibe einfach hier stehen. Hampel ein bisschen rum. Kill ein bisschen. Schlitz ein bisschen. Der Black Wolf kann mir helfen. Der muss nämlich immer nur eine Attacke machen, dann sind die schon fast down. Seht ihr? Und von daher geht das Leveln jetzt hier ein bisschen schneller als sonst. Und falls ihr natürlich auch Hilfe braucht, könnt ihr das auch auf dem Discord-Server natürlich immer wieder machen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn ihr irgendjemanden braucht für irgendwas Bestimmtes oder so, dann könnt ihr da immer sehr, sehr gerne einfach mal nachfragen. Und da wird euch in der Regel auch geholfen. Von daher könnt ihr da auch wirklich, müsst ihr keine Scheu haben oder so, macht euch da keinen Kopf drum. Irgendjemand wird sich schon finden lassen, der euch hilft. Manchmal bin, oder häufig bin ich ja auch online. Meistens lese ich dann mit. Und wenn jemand irgendwie eine Frage hat und ich habe tatsächlich eine Antwort, dann kann ich euch auch das beantworten. Und wenn ihr irgendwann mal Raids mit mir machen wollt, zum Beispiel bei Blocks Fruits oder bei Shindo Live oder bei irgendwelchen anderen Sachen, dann auch das gerne mal schreiben. Weil dann könnte man natürlich schauen, ob auch das irgendwann mal möglich ist. So, Quest gemacht. Also laufen wir zurück, holen uns wieder die Quest ab. Zack, und gehen wieder zurück und killen den wieder. Und los geht's. Bam, 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 bam. Mal gucken, welches Level wir heute schaffen. Ich werde mal schauen, wie weit ich es hier schaffe. So, ich habe schon wieder 35k. Das heißt, eigentlich könnte ich mir schon wieder eine Random Fruit holen. Ich werde aber jetzt erstmal sparen. Mit 100k kann man sich nämlich das Haki kaufen. Und das wäre ja gar nicht so schlecht, dann macht man ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr Damage, vielleicht ein bisschen weniger Schaden kriegt man dann. Das wäre natürlich auch gar nicht so schlecht. Also von daher chillen wir hier einfach ein bisschen ab und gucken mal, was geht. Was geht? Was geht? Genau, rein da und los da. So, dülle. Wir ballern hier auf jeden Fall durch. Das ist voll cool. Ich finde es übrigens mega nice. Vielen Dank, Schattenwolf, dass du mir hilfst. Schattenwolf übrigens auch sehr häufig auf meinem Discord-Server unterwegs. Super netter Kerl. Von daher hier nochmal ein Shoutout an dich. Ein großes, dickes, fettes Dankeschön. Währenddessen ich hier trainiere. Jetzt bin ich schon Fruchtstufe 77. Sehr nice. Easy peasy. Nächsteninsel levelst du viel besser. Okay, warum? Nächsteninsel. Sie besser deine. Ha? Du sie besser. Bei der nächsten Insel levelst du sie besser. Deine Fruit. Ah, deine Fruit. Okay. Ich habe nicht bis zum Ende gelesen. Das ist auch gut. Irgendwie ist das. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn der Chat halt unter den Namen runterfällt. Dann kann man halt nicht so gut sehen. Hier könnt ihr ja sehen. Ne? Hier. Nächste Level, deine Fruit. Da. So. Wir haben schon späten Abend. Ich muss erstmal gucken, ob ich, wie lange ich heute noch spiele. Vielleicht mache ich tatsächlich jetzt nur noch hier die paar Level mit euch zusammen.
Ich fand übrigens den, bis jetzt fanden viele dieses Game ziemlich nice. Viele haben aber auch geschrieben, dass es echt lange dauert, um zu leveln. Ich habe aber auch gehört gleichzeitig, dass es später deutlich höher wird. Deutlich mehr EP gibt und deswegen man deutlich schneller levelt als gerade am Anfang. Ich finde immer, der Anfang sollte vielleicht ein bisschen einfacher sein, damit der Einstieg nicht so schwer ist. Klar, das Game möchte auch Geld verdienen oder die Developer, deswegen wollen die natürlich auch den Anfang so schwer wie möglich machen. Ach ja, die netten Developer immer. Müsste man halt dementsprechend mal schauen, was da so kommt. Zack, können wir wieder rüber. Ich weiß nicht, ab wann man die nächste Quest macht. Das ist halt die andere Frage. So, gehen wir wieder hin. Ich bin jetzt Mastery 14. Das ist jetzt auch noch nicht besonders viel. Mastery 25 brauche ich, um die nächste Attacke freizuschalten. Gerade im Moment habe ich nur die Eiszeit. Ich kann euch die mal zeigen. Die sieht so aus. Bumm. Ich finde, die Attacken brauchen immer ziemlich lange, um zu procken. Ob das jetzt bei jeder Fruit ist, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß, dass der Schattenwolf jetzt hier mit den Pistolen schießt. Die scheinen auf jeden Fall relativ schnell zu schießen. Kann ich eigentlich den Damage sehen, den er macht? Nee, kann ich nicht sehen, ne? Ich kann nur meinen eigenen Damage sehen. Ich finde übrigens super nice, dass die Waffe, dass die Fruit hier so ein Schwert hat. Das hat sie, glaube ich, nicht überall, ne? Ich weiß, dass die Light Fruit hat auf jeden Fall ein eigenes Schwert. Immer gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die Ice Fruit, hat die einen Speer bei Fruits? Oder ist das auch ein Schwert? Ich bin mir da gar nicht mehr sehr sicher. Ich habe die auf jeden Fall mal getestet gehabt. Ist aber jetzt keine Flut gewesen, die ich ewig lange hatte. Kann ich mit der hier übers Wasser laufen? Müsste ich gleich mal austesten. Wäre natürlich geil, da muss ich mir keine Boote kaufen. Die Boote sind nämlich relativ teuer. So, nice. 57. Ich weiß gar nicht, wann die nächste Quest ist. Kann man die hier irgendwo sehen? Nee, ne? Gehen wir nochmal hinfight ein bisschen. Da steht Level 60, ne? Cool. Bin jetzt schon Level 58. Müssen wir mit Level 60, kann ich darüber gehen. Das wäre ja natürlich nice. So, ich brauche jetzt noch 2 Level. Dann hätten wir zumindest schon mal einen Fortschritt. Dadurch, dass ich jetzt hier halt die ganzen Buffs habe, die ich durch die Codes gekriegt habe, level ich halt auch deutlich schneller. Und klar, ich mache auch mittlerweile ein bisschen mehr Damage. Ich mache jetzt 41 Damage schon pro Hit. Wenn ich jetzt die Eiszeit einsetze, dann sind es 147 Damage. Also das ist schon eine ordentliche Steigerung zu dem, was ich in den letzten paar Malen gemacht habe. Ich habe jetzt auch schon 50.000 Berry. Black Wolf hat ein Bounty von 338. Ist das viel? Das wirkt so wenig, wenn man so überlegt, dass man bei Fruits halt locker mal eine Mill hat oder mehr. Auch schon als Low-Level. Es ist so, ja, auf jeden Fall ein anderes System. Jetzt gucken wir mal, wie weit. 59, okay. Machen wir noch eine Quest und dann müssten wir eigentlich weit genug sein, um die nächste Quest zu machen. Zack, klicken wir wieder hier hin. Und wird wieder angegriffen, nice. Easy peasy, ich tanze ein bisschen herum. Ab und zu macht man mal die Eiszeit. Und ballern, ballern, ballern. Rein da. Rein da in die Gorilla-Fräse. Eiszeit. Ach, muss ich gar nicht einsetzen. Wenn Drache drauf... Drache. Wenn Schatte draufschlägt, dann ist halt so oder so vorbei. Für den armen kleinen Affen. Also. Soll's. Davon ab, das ist gar kein Affe. Ist ja ein Gorilla. Gorillas sind ja Menschenaffen. Ne? Wir sind ja ein bisschen was größer. Und ein bisschen was stärker. Dum, 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 dum. Einmal einfrieren, bitte. Wir tanzen hier drum herum. Wir tanzen drum herum. Die letzte Mal, die letzte Mal, das letzte Mal, die. Das sind Affenkillen. 17. Mastery 17. Mastery 17. So, Level 60. Auf geht's, ab geht's. Hier ist Level 60 Quest.
Was müssen wir killen? König. Okay, wo ist der König? Da hinten ist der König. Der König! Komm her, du König! Den killen wir jetzt noch. Come on. Einmal schaffen wir den König. Den König! Ja, ja, den kill ich. Easy. Come on. Dann haben wir wenigstens einen schönen Abschluss für dieses Video auch. Nice. Ein bisschen draufschnetzeln. Dankeschön. Killed. Easy peasy. Lemon squeezy. Das war's? Ja, ich habe 3 Level gemacht dafür. Aber der wird wahrscheinlich ewig lange brauchen, um wieder zu spawnen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann und ja, ciao.